Hallo, herzlich willkommen hier bei uns bei Bildner TV und ihr könnt es sehen, bei uns ist schon ein bisschen Weihnachten. Wir haben uns nämlich einen neuen Drucker bestellt, ist mittlerweile angekommen und diesen Drucker als Beispiel für alle WLAN-Drucker wollen wir heute in aller Ruhe auspacken und installieren, Schritt für Schritt. Ich hoffe, es funktioniert und wir legen gleich los. Hallo, ich bin der Thomas, willkommen bei Bildner TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben und ja, heute wird es sehr, sehr praktisch. Ihr seht, wir haben uns einen neuen Drucker zugelegt, momentan gar nicht so einfach zu bekommen. In Homeoffice-Zeiten sind Drucker heiß begehrte Ware. Einen Drucker, den wir über das WLAN quasi installieren wollen und dann in Zukunft auch betreiben wollen übers WLAN, so wie es eben heutzutage ganz üblich ist. Vielleicht seid ihr auch in dieser Situation daheim. Übrigens, wir haben uns hier für ein Modell von HP entschieden, aber wir stehen in keinerlei Verbindung zur Firma HP. Soll keine Werbung für dieses spezielle Produkt sein, sondern nur ein Beispiel für einen ganz handelsüblichen Drucker, den man so im Heimgebrauch einsetzt. Es gibt auch noch andere Firmen wie Canon oder Brother oder Epson, also nur ein Beispiel. Aber ich bin gespannt, ob das Ganze funktioniert, denn was hier bei diesem Modell neu ist oder besonders ist, was andere Modelle auch mittlerweile haben, man steuert dann in Zukunft den Drucker komplett über eine App. Das wollen wir uns alles in Ruhe anschauen, Stück für Stück. Jetzt packen wir aber erstmal aus. So, vorsichtig oben hier den Klebestreifen aufschneiden. Dann schauen wir, was drin ist. Interessant, auf der Packung steht ja auch drauf, keep it simple. Wir wollen uns davon überzeugen, ob es wirklich so einfach wird. So, dann machen wir mal einen kurzen Blick in die Schachtel. So sieht es innen aus, wenn wir öffnen. Auspacken ist ja meistens mit am schönsten. So, was ist alles drin? Zum einen die Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die wird ganz besonders wichtig werden, schätze ich mal. Dann haben wir noch Tipps für die Patronen. Dann sind hier beide Farbpatronen enthalten. Einmal schwarz-weiß und die farbige, so ein Sicherheitskarton, Strom, ohne den geht nichts. Und dann sehe ich hier noch ja, die üblichen Beipackzettel, da sind noch mehr enthalten, aber jetzt ziehen wir den Drucker mal raus. So, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und ja, also Anleitungen sind jede Menge mit dabei. Da kann schon mal nichts schief gehen. Aber die wichtigste wird, also wenn ihr die sowas mit dabei habt, diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen sind ganz besonders essentiell. Dann eingepackt natürlich ganz klassisch mit Styropor zur Sicherung für den Transport und dann noch in Plastikfolie eingeschweißt, das übliche Spiel. Wir holen den Drucker jetzt mal aus dieser Folie raus und werden dann auch Schritt für Schritt diese blauen Sicherheitsaufkleber, die sind zur Fixierung der einzelnen Schubladen vorhanden. Die werden wir jetzt dann auch im nächsten Schritt alles entfernen. So, mittlerweile haben wir unseren Drucker aus der Umverpackung befreit. Jetzt geht es aber darum, dass wir noch alle anderen Sicherungsaufkleber entfernen. Hier auf der Rückseite ist übrigens das Fach für fürs Papier. Das ist jetzt nicht speziell gesichert durch einen Aufkleber, kann durchaus sein bei manchen Druckern. Dann hier oben müssen wir noch die Schutzfolie vom Scannerglas entfernen. Ist ein Multifunktionsdrucker, also er kann scannen, kopieren und drucken, so wie es eben viele Geräte heutzutage können. Nächster Schritt ist, hier vorne sind noch Sicherungsaufkleber, die beiden. Jetzt dazu müssen wir aber erst noch diese Klappe öffnen. Das ist dann übrigens auch für später der Zugang zu den für die Druckerpatronen und hier wird dann auch das Druckergebnis rauskommen, das Papier. Also die müssen wir noch entfernen. So, vor der Kamera gar nicht so einfach. Und Nummer 2. Und hier muss man dann auch innen, ich weiß nicht, wie man das sehen kann, hier ist dann auf der Innenseite auch noch ein Karton, den muss man mit rausziehen. So, dann habt ihr alles, was wichtig ist, entfernt. Vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, warum sind hier überall so viele Aufkleber, die quasi das Gerät zusammenhalten. Das ist natürlich eine Art Transportsicherung.
wenn das Gerät auf Reisen ist, dass ich hier im Gerät nichts verschieben kann, dass hier nichts beschädigt wird. Also schaut bei eurem Drucker, den ihr bekommt, sind alle Aufkleber, die eben Bauteile zusammenhalten, sind die entfernt, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Also kurz mal checken, ist von Hersteller zu Hersteller natürlich unterschiedlich. Im nächsten Schritt brauchen wir noch unsere Tintendruckpatronen. Die holen wir jetzt hier mal aus der Verpackung raus. Das sind ja zwei Stück mit dabei. Einmal schwarz und dann eben die farbigen. Was ihr hier noch beachten müsst, ist, ich zeige das mal hier in dieser Kamera, müssen wir es ganz gut sehen. Hier ist auch nochmal so eine Schutzfolie mit drauf. Die müsst ihr auch abziehen. Wichtig dabei ist, dass man beim Abziehen hier diese Punkte vorne nicht berührt und auch den Druckkopf unten nicht berührt. Das machen wir bei beiden Patronen und dann legen wir sie nochmal zur Seite. Denn im nächsten Schritt müssen wir die Patronen einsetzen. Dazu braucht aber das Gerät erstmal Strom, dass der Wagen, der die Druckpatronen hält, in die Mitte rutschen kann und wir dann später die Druckpatronen einsetzen können. Strom ist auch wichtig, klar. Kabel ist mit dabei. Der Anschluss für den Strom ist jetzt in diesem Fall auf der Rückseite. Kann ich das auch kurz zeigen? Hier in der Mitte kommt das Stromkabel rein und bei diesem Gerät, was allerdings leider nicht im Lieferumfang mit enthalten ist, hier wäre auch noch ein Anschluss für ein USB-Kabel, ist allerdings hier nicht dabei, ist ein reiner WLAN-Drucker. Aber wenn ihr lieber den Drucker mit einem Kabel verbinden wollt, also mit einer ganz klassischen Kabelverbindung vom Computer zum Drucker, dann ist es eben hier dann die Buchse in diesem Fall, wäre das dann ein USB-Kabel, mit dem man quasi den Computer anschließt. Aber wir machen ja heute alles über WLAN, ist mittlerweile ganz typisch und ganz quasi schon Standard, dass man den Drucker über WLAN verbindet. Vorteil ist, man kann auch mit anderen Geräten, wie zum Beispiel mit dem Smartphone oder mit dem Tablet, dann übers WLAN direkt auf den Drucker zugreifen und könnte jederzeit was ausdrucken. So, nächster Schritt, wir brauchen Strom. Das heißt, wir drehen uns wieder richtig hin und schließen dann unser Stromkabel an. Das steht übrigens auch alles so in dieser Anleitung mit dabei, also ganz simpel erklärt. Hier sind die Schritte nochmal aufgezeigt, also auspacken, die Sicherungen entfernen und dann eben an Strom anschließen. Und HP verspricht ja hier 1, 2, 3 Schritte. Bin gespannt, ob wir das wirklich in diesen 3 Schritten schaffen und dann auch drucken können. Mittlerweile am Strom angeschlossen und einschalten sollen wir das Gerät ja auch laut Anleitung. Hier vorne ist der Powerknopf. Und dann schätze ich mal, wird jetzt der ein paar Minuten benötigen, um zum ersten Mal hochzufahren und überhaupt das Gerät langsam in Betrieb zu setzen. Also ihr seht, hier ist der Powerknopf bei diesem Gerät. Das ist der ganz typische Zeichen dafür. Und das Gerät wird jetzt dann auch langsam beginnen zu arbeiten. Dauert in der Regel ein paar Minuten. Die Zeit müssen wir ihm geben. So, man sieht also, hier wird dann auch diese Steuerung oder quasi die Einheit für die Druckpatronen langsam justiert und schon mal in die Mitte gesetzt. Das heißt, wir könnten jetzt dann auch die Druckpatronen schon mal einsetzen. Wie gesagt, das sind zwei Patronen sind im Lieferumfang mit dabei. Einmal schwarz und dann hier noch die farbige Druckpatrone. Kennt ihr ja vielleicht schon. Die müssen wir jetzt dann so quasi so hineinsetzen in das Gerät. Ich hoffe, das geht über Kopf. In diesem Fall kommt einmal schwarz und einmal die farbige Patrone. So, muss gut einrasten und ihr habt vielleicht auch gesehen, hier in diesem Bereich ist auch bereits markiert, welche Patrone wohin gehört. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. Also das ist bei allen Geräten ziemlich gleich gut markiert, also hier wäre schwarz und dann hier für die farbigen Patronen, damit man weiß, auf welche Seite welche Patrone gehört. So, die Klappe können wir zumachen, schließen und dann fährt die Halterung für die Patronen auch wieder in die Ausgangsposition zurück. Was der Drucker immer braucht, ist Papier. Das füllen wir noch ein. In unserem Fall ist die Papierhalterung oder der Einzug eben hier auf der Rückseite. Da ist dann auch immer noch so die Möglichkeit, für die jeweilige Papiergröße das einzustellen. Dann natürlich die noch hier.
Ja, dann wäre der Drucker zumindest von der mechanischen Seite schon mal soweit. Wir brauchen jetzt noch eine Verbindung, oder besser gesagt, die müssen eine Verbindung herstellen zwischen Computer und Drucker. Ich vergewissere mich noch mal ganz kurz, WLAN ist hier auf dem Display auch schon zu erkennen, dass es aktiv ist. Und was HP jetzt in der 123 Anleitung sagt, ist, dass wir an unseren Rechner gehen müssen oder sollen, den Browser öffnen, das mache ich jetzt gleich mal, und dann die Adresse 123.hp.com eintippen. 123.hp.com. Also das Prinzip bei HP und auch bei anderen Herstellern ist, dass man über einen Browser sich eine bestimmte App runterlädt auf den Computer oder dann später auch am Smartphone oder Tablet, um dann den Drucker damit zu steuern und die Verbindung herzustellen. Und damit wir das machen können, die richtige App bekommen, müssen wir jetzt hier auf der Seite von HP, 123.hp.com ist die Internetadresse, uns die richtige Version des Druckers raussuchen. Das heißt, wir müssen unser Modell hier eingeben. Das heißt, ich schreibe hier unser Modell rein. Das ist der DeskJet 2700. Also ihr müsst hier dann euer Gerät eingeben, euren Gerätenamen. Der taucht hier auch gleich auf. Das ist ein All-in-One-Printer, also mit allen Funktionen, wie schon vorhin erwähnt. Kann scannen, kopieren und drucken. Wir wählen also hier die entsprechende App aus und gehen hier auf Weiter. So, dann steht eh alles dabei. Dann heißt es hier, vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist. Das ist in unserem Fall natürlich. Und installieren Sie HP Smart, so nennt sich die App, zum Abschließen der Einrichtung. Das heißt, ich muss jetzt hierher gehen und die App auf dem Computer installieren. Passiert Folgendes unter Windows 10, gibt natürlich für alle Betriebssysteme die entsprechende App, aber unter Windows 10 springt er dann rüber in den Microsoft Store und von dort wird dann die entsprechende App runtergeladen. Ist hier auch schon bereits angegeben. Einmal anklicken und jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf Download gehen, also herunterladen. Passiert hier oben, sehen wir bereits, wird die App auf den Rechner geladen. Also die App ist heruntergeladen, gehen wir hier gleich mal auf Starten, lassen das zu, dass die App auf uns zugreift, brauchen wir natürlich, und gehen hier auf Weiter. So, dann werden wir x-mal gefragt, das ist leider so eine kleine Schattenseite bei HP jetzt zum Beispiel, ob wir Daten teilen wollen mit dem Hersteller, ob wir in die Cloud eintreten wollen. Muss man nicht. Also lest euch das durch, wenn das für euch sinnvoll ist, okay, aber ich bin hier eher der Typ und sage nein. Also ich möchte so wenige wie mögliche Daten oder Informationen weitergeben, denn ich verwende den Drucker ja sowieso nur im Privatgebrauch, also es ist nicht unbedingt wichtig. So, neuen Drucker einrichten, das ist in unserem Fall. Und dann begibt er sich gleich mal auf die Suche nach unserem Drucker. Das könnte eine paar Minuten dauern, aber sieht schon mal ganz gut aus. Hier steht zumindest schon mal die richtige Type, HP DeskJet 2700 2700, unsere Serie oder unser Produkt. So, wenn Sie eine WLAN-Verbindung zum Drucker herstellen möchten, muss der Drucker eingeschaltet sein. Das ist der Fall. Klicken Sie auf Aktualisieren zum Einrichten oder eben Neuen. So, den wollen wir einrichten. Das ist unser Modell. Dann wieder auf Weiter. Und jetzt begibt er sich auf der Suche nach dem WLAN, denn das ist ganz wichtig, wenn ihr vielleicht in einer Umgebung seid, wo mehrere WLAN existieren, dann müsst ihr natürlich euch in dem gleichen befinden, wie sich dann auch der Drucker befindet. Und deshalb hier nochmal die Auswahl, in welchem WLAN man sich befindet. In unserem Fall ist es das Bildner-WLAN und was ich jetzt noch benötige, das ist bei euch dann genauso, wir brauchen unser WLAN-Passwort, das gebe ich jetzt gleich mal mit ein. Und jetzt kann ich auch schon auf Verbinden gehen. Und jetzt stellt quasi der Rechner übers WLAN mit dem Drucker eine Verbindung her. Und wir hoffen, dass das alles so einfach funktioniert, wie es uns versprochen wird. Man sieht, das ist so ein gewisser Prozess, der dauert. So, und jetzt werde ich aufgefordert, auf unserem Drucker die I-Taste zu drücken, die blinkt auch auf. Also klicke ich einmal drauf.
hat er auch bereits registriert und er macht weiter im Prozess der Installierung. Also es hat funktioniert. Drucker ist mit dem WLAN verbunden. Jetzt gehen wir hier auf Weiter, schauen, was passiert. Also wir sind hier Punkt für Punkt unterwegs bei der Druckereinrichtung und er ist wieder am Rechnen und Suchen. Dann können wir sowieso noch auf Weiter gehen. So, dann werden wir wieder gefragt, ob wir quasi uns bei HP registrieren lassen wollen. Das machen wir jetzt nicht, das kann man auch überspringen und dann später erst ausfüllen. Und jetzt müsste langsam so die Druckereinrichtung fertig sein. Dann heißt es hier noch, installieren Sie Software von 123hp.com, um von anderen mobilen Geräten oder Computer auszudrucken. Also sprich, wenn wir etwas von unserem Handy aus oder vom Tablet ausdrucken wollen über diesen PC, dann könnte ich jetzt vom Handy aus ausdrucken, hier auf diesem Drucker, dann könnte ich jetzt hier noch einen Link schicken an meine Geräte, um dann die App zu installieren. Aber den Schritt kann man sich im Grunde auch sparen, weil man ja sowieso dann beim Handy und beim Tablet noch in den App Store gehen muss. Aber das machen wir später noch. Also senden Sie den Link jetzt nicht, heißt es hier. Einrichtung abgeschlossen. Und jetzt dürften wir so hoffentlich in den letzten Zügen sein bei der Druckereinrichtung. So, wir haben es gesehen. Es dauert immer einen kleinen Moment, dass er sich quasi auf den aktuellen Stand bringt und auch den aktuellen Druckertreiber installiert. Das ist jetzt mittlerweile erfolgt. Gehen wieder auf Weiter. Und jetzt ist die Einrichtung Gott sei Dank abgeschlossen. So, was wir jetzt gleich machen können, eine sogenannte Testseite drucken, diese Welcome-Seite. Und ich würde sagen, das lassen wir auch gleich mal ausführen. Gehen hier auf Drucken. Und dann sollte das Ganze auch funktionieren. Kommen wir in die Druckübersicht. Könnte hier noch etwas verstellen, also das Format oder so. Aber das ist ja für diese Seite eh optimal. Also Hochformat, habe DIN A4. Ganz normales Papier ist eingelegt und jetzt gehe ich hier auf Drucken und dann sollte hier rechts neben mir ja das Gerät auch schon zu beginnen zu drucken und es funktioniert. Also mit dem 1, 2, 3 hat es bislang ganz gut geklappt hier bei HP. So, jetzt kommt diese Welcome-Seite. Da wird im Grunde mal ausprobiert, ob alles richtig kalibriert ist innen drin, die Druckpatronen, ob die richtig sitzen und ob die Farben funktionieren, aber das Ergebnis sieht hier so auf den ersten Blick ganz okay aus. So, also die erste Seite hat schon mal funktioniert und wenn ich mir das ansehe, sind auch die Farben alle ganz okay. Kleiner Tipp hier noch, ihr habt bei fast allen Druckern immer so die Möglichkeit, beim Papierauswurf das so weit zu verlängern, dass das Papier, wenn es rauskommt, hier auch schön zum Liegen kommt und nicht irgendwo runterrutscht. Also gibt es irgendwo immer ein paar so kleine Hardware-Details, die man ausnutzen sollte. Was man hier auf dem Rechner dann auch sieht, ist die App, die HP Smart App. Die möchte ich euch dann in einem weiteren Video noch ausführlich erklären, wie man also scannen kann, wie man etwas kopiert, wie man Dokumente druckt. Das zeige ich euch dann im nächsten Video. Aber fürs Erste muss ich sagen, hat es ganz gut und relativ reibungslos funktioniert mit dem Installieren von unserem neuen Drucker. Und wir können ihn jetzt über WLAN in Betrieb setzen und steuern ihn mit einer App. Also ich hoffe, da bei euch daheim funktioniert das genauso gut. Übrigens, wenn ihr Fragen habt, das heißt zu Computerthemen, zu Softwarethemen, schreibt es uns in die Kommentare. Denn wenn ihr uns kommentiert, also wenn ihr ein Video von uns einen Kommentar hinterlässt, nehmt ihr ja jede Woche auch an unserer Verlosung teil vom BILDNER.TV und das lohnt sich, denn unter allen, die da mitmachen, also fleißig kommentieren, verlosen wir jede Woche ein Buch aus unserem großen Verlagsprogramm. Ihr könnt euch dann aussuchen, was für ein Buch ihr wollt. Also kommentieren, teilnehmen, uns abonnieren, unseren Kanal, dann versäumt ihr garantiert keines unserer neuesten und aktuellsten Videos. Abo ist natürlich völlig kostenlos. Fürs Erste, danke, dass ihr mit dabei wart. Viel Spaß und Ausprobieren bei euch mit eurem Drucker und bis zum nächsten Mal hier bei uns bei BILDNER.TV.